So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi, das ist das da, hat mir gesagt, es gibt bei McDonald's doch jetzt irgendwie so neue Burger mit Big Rösti. Und ich glaube, Dennis ist übelst der Big Rösti-Fan. Grüße an den Monolog, Dennis. Der sagt immer, oh Big Rösti, da könnte ich mich reinlegen. Big Rösti, in meinem späteren Leben werde ich auch Big Rösti. Und wir stehen jetzt hier vor McDonald's. Da sieht man sogar noch von dem letzten Tasting die Fanta-Dose aus der Halloween Edition. Die liegt immer noch da rum. Und Pupsi hat gesagt, es gibt zwei richtig spezielle, besondere Big Rösti. Einmal Big Rösti Grand Berry, aber ich bin ja nicht der süße Typ. Und einmal Big Rösti Raclette. Raclette. Darf ich die Wurst nehmen? Juhu! Wie sieht der denn aus? Big Rösti! So, den nehmen wir jetzt mit, gehen mal da rein und dann schauen wir mal, ob wir den Big Rösti Raclette kriegen, ob es den gibt. Vielleicht ist der auch ausverkauft. Grüßen nochmal Dennis und gucken, ob der schmeckt. So, das Essen ist jetzt angekommen. Ich habe mir natürlich wieder eine Cola Zero genommen. Das ist eine normale Cola. Ihr seht zweimal Curly Fries, dann die zwei Big Rösti Raclette. Und weil ich beim letzten Mal ja keinen Geschmack hatte, habe ich nochmal diese Pizzataschen dabei. Drei Stück. Da kannst du auch noch mal eine probieren, weil vielleicht schmecken die ja jetzt besser, wenn die warm sind. So, ich habe jetzt auch direkt mal die ganzen Coupons eingelöst, also diese ganzen Sticker-Codes eingelöst, die Gutscheine, Sachen da, Straßen gesammelt, da waren ein paar Bahnhöfe dabei, andere Sachen. Einmal waren 200 Extra-Punkte dabei, was richtig cool ist, und einmal auch ein Softdrink oder ein McSundae. Jetzt haben wir hier aber noch mal eine Pizzatasche. Da habe ich beim letzten Mal, als Pupsi die hatte, waren die schon kalt. Ich hätte gesagt, warm schmecken die besser. Ich hatte beim letzten Mal ja gar keinen Geschmack, gerade weil ich krank war. Wollen wir jetzt auch noch mal eine Pizzatasche probieren? Ich glaube, jetzt kann ich Maggie Scott ein bisschen nachvollziehen. Jetzt schmeckt ja wie richtige Pizza. Ich finde aber irgendwie hat das trotzdem so einen süßlichen Geschmack. Innen drin ist das irgendwie fruchtig, tomatig. Schmeckt aber ein bisschen auch wie Kräuter, Basilikum, irgendwas so. Vielleicht soll das Tomate Mozzarella sein mit irgendwas anderem. Aber irgendwie finde ich den Teig, der ist so krümelig außen und ist so mehlig, so muffig, bisschen puffig. Und irgendwas habe ich so, denke ich, so, ist so irgendwie süß. Als wäre das eine Apfeltasche mit Tomatencreme drin. Also schmeckt besser als beim letzten Mal, denn jetzt habe ich auch wirklich Geschmack, aber es ist halt, richtige Pizza finde ich trotzdem besser. Unser Pupsi hat gerade gesagt, sie schafft es nicht mehr. Der Burger ist zu wuchtig. Erst hat sie gesagt, der ist trocken. Wurde der da nochmal anders? Der wurde nochmal anders, gut. Hat's geschmeckt? Ja. Für den Preis wird sie den nicht nochmal holen. Wie viel hat er gekostet? 7,49. Also man kann es essen, aber für sie ist es zu teuer. Sie ist jetzt nicht so das Highlight. Und dafür der Preis, muss nett sein. Ich probiere jetzt mal meinen. Vor allem haben wir noch Curly Fries beide. Pupsi ist jetzt schon satt, hat hier noch übrig. Jetzt muss ich dann zweimal Curly Fries essen, plus eineinhalb Burger, plus drei Pizzataschen. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Guck dir das an. Das sieht gut aus. Ja, eine Pizzatasche hast du ja gegessen. Da hat er hier auch diesen Käse-Bacon-Bun. Also, dass hier so Bacon ein bisschen mit drauf ist. Oder Speck, auch Speck, irgendwas. Machen wir mal auf. Haben hier drauf auch ganz viel Bacon. Dann hast du Gürkchen, Zwiebelchen, das siehst du richtig. Du hast hier das Rösti, hier ist der Käse. Unten nochmal eine Scheibe Fleisch. Ja, unten, das sieht halt alles sehr trocken aus. Aber oben hast du ja irgendwelche schmierige Soße. Soße, betont wie Maggie Scott. Wir müssen irgendwas für Thumbnail machen, weiß ich nicht. Wir beißen jetzt einfach mal rein. Also der erste Biss, der erste Eindruck hat für mich gerade was gehabt vom McRib, so ein bisschen. Ich glaube, das kommt einfach durch die Zwiebeln, weil bei McRib auf dieser Soße sind auch so viele Zwiebeln immer noch mit drauf, mit dabei. Hier hast du die Zwiebeln auch deutlich rausgeschmeckt zu dem Fleisch. Der Bacon hat es ein bisschen so salzig, ein bisschen räucherlich gemacht. Die Curly Fries hätte man wahrscheinlich gar nicht gebraucht, weil der Big Rösti ist ja sowieso das Rösti-Ding, was drauf ist, so kartoffelmäßig, so richtig. Brauchst du eigentlich keine Beilage, hast du die Beilage schon drauf. Ansonsten geschmacklich finde ich es gut.
weil der vereint halt mehrere Komponenten in einem. War mir jetzt aber auch ein bisschen trocken am Anfang, aber hier seht ihr, jetzt kommt ja die richtige Soße. So, aber ich glaube, ich muss mich Pupsi anschließen für 8 Euro. Also knapp 8 Euro ist mir das trotzdem dann vielleicht zu wenig, weil der Geschmack ist für mich fast so ähnlich, wie wenn ich mir einen normalen Hamburger hole, auf den ich deutlich weniger bezahle. Wenn 5 Euro so ein Ding wäre okay, weil das ein bisschen größer ist, ein bisschen dicker, ist ein bisschen mehr drauf, aber hat jetzt nicht so einen expliziten Geschmack, dass du sagst, dafür lohnen sich hier die 7, 8 Euro. Schmeckt gut, aber muss nicht sein. Grüße an Dennis, du feierst das Ding bestimmt enorm, ich weiß. Der mit Cranberry hätte bestimmt einfach komplett anders geschmeckt. Da sagt man, das ist was Besonderes, aber das ist halt gar nicht mein Fall. Den brauche ich auch gar nicht probieren. Wir sind bei dem geblieben. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und danke, Pupsi, für den Hinweis, dass es jetzt Big Rösti gibt. Liebe.